Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu meinem Paradies Part Nummer 3. Ja, heute mit Facecam. Ich hoffe, das funktioniert alles und sieht alles soweit in Ordnung aus. Ich glaube, ich bin ein bisschen blau. Ich weiß nicht, warum meine Kamera mich heute so blau gestellt hat, aber mir ist es heute egal. Ich habe einfach super gute Laune und mir ist das wirklich vollkommen Schnuppe. Ich habe mir was überlegt. Und zwar haben wir ja hier diese wunderschöne Map, die... Ich wollte gerade sagen, kann jetzt nicht weg sein. Okay, wir lassen ihn mal... Wir haben doch nicht Nacht. Warum? So. Wir sind ja auf dieser wunderschönen Insel. Ja, wir haben zwar unser Dorf hier, aber ich find's blöd, dass das hier eine Insel ist. Und ja, ich habe jetzt gesehen, dass zwar hier drüben ganz viel Landschaft ist und so, aber hier ist halt... Das sind halt 2 Meter bis zum Strand, so in jede Richtung gefühlt. Und das finde ich blöd. Ich finde das echt blöd. Ich finde es zwar super für den Anfang, fürs Warmwerden mit dem Mod fand ich das sehr gut. Ich habe mir jetzt immer was überlegt. Ich bin rumgeflogen. Ich habe nicht gescheatet. Ich habe den Morph-Mod benutzt und bin als Fledermaus rumgeflogen. Ganz legal. Habe ein bisschen Welt erkundet und so. Habe jetzt nicht super viel erkundet. Oh, ich habe schon wieder einen Baum. Habe geguckt, bis ich was gefunden zu habe. Und zwar... dieses Dorf hier drüben. Und dann dachte ich mir, komm, wir ziehen heute um. Wir ziehen heute von dem einen Dorf ins nächste Dorf. Das ist hier. Und das Tolle ist, wir haben ja diese Journey Map drauf. Und Journey Map hat hier Waypoints. Und mit diesen Waypoints kann man sich hin und her teleportieren. Und ganz ehrlich, wenn die Mods das vorgeben, dann nutzen wir das auch. Das heißt, wir werden heute super einfach umziehen. Ich muss mich mal kurz um den Baum draußen kümmern. Es tut mir leid. Ach. Immer diese Bäume und Vögel, die dann mal Aufmerksamkeit wollen. Nervig. Ja, kommt doch, kommt doch. Kommt doch, kommt doch. Ja, ich habe keine Angst mehr vor euch. Ich habe ein tolles Schwert. Ihr könnt mir gar nichts. So, also ihr könnt mir schon was, aber huch. Falsche Taste. So. Ich habe jetzt schon vorhin mehrmals hier gefarmt. Jetzt stand ich schon wieder so viel AFK rum, dass hier schon wieder voll viel gewachsen ist. Aber egal. Wir werden uns jetzt so nach und nach unser Inventar schnappen und darüber bringen. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir das mit unseren tollen Hühnchen hier machen. Ansonsten haben wir ja nicht viel. Verzauberungstisch und die Bücherregale kann man ja mitnehmen. Ansonsten lassen wir die Hühnchen halt frei. Wir haben leider auch keine... Oh. Keine Backpacks. Dafür brauchen wir halt ganz viel String oder halt Cotton. Und wir haben noch keine Cottonpflanzen gefunden, glaube ich. Von daher müssen wir halt alles mal gucken, so ein bisschen. Gibt es hier Dolly? Es gibt hier ein Dolly. Diamond Dolly und... Deko-Kraft haben wir auch drauf. Sehr geil. Wir brauchen Iron und das kann ich mir merken. Iron und wir probieren das mal, ob wir uns mit der Dolly und der Kiste können, ne? Ihr wisst Bescheid. Ob wir uns damit teleportieren können. Das war jetzt ein Holz und richtig? Richtig. Sehr schön. Wenn ich jetzt das mache, kann ich mehrere davon craften. Vielleicht nicht so, aber wäre das eine Möglichkeit, dass ich jetzt hier und dann... Tatsache! Okay, wir versuchen das jetzt mal. Dass wir uns jetzt hier Wegpunkte... Heim ist hier. New Home ist da. Du musst jetzt ein bisschen laden und... Ach, ich habe den Wegpunkt auf dem Dach gemacht. Das ist ja blöd. Aua. Haben wir kurz Schaden bekommen. Aber wir haben die 2 Dollys, wir sind immer noch geslowed. Ihr könnt ja schon mal so ein bisschen sehen, wie es hier aussieht. Dann sind schon ein paar Viecher. Hier gibt es sogar Pferde, das ist total toll. Und hier gibt es Gewächshäuser, dieses Dorf hat Gewächshäuser. Ich fand das so genial und vor allem, was da in dem Gewächshaus drin ist. Das werden wir uns dann alles nochmal in Ruhe angucken. Wir haben eine Schmiede, wir haben hier schon mal so Tinker's Construct Schmiede und auch so ein Tinker's Construct Haus. Das heißt, wir sind auch schon mal viel besser aufgestellt als im alten Dorf. Und ich habe mir überlegt, dass wir einfach dieses Dorf immer mehr und mehr ausbauen. Okay, die Gewächshäuser werden wir vielleicht dann mal abreißen und dann eigene bauen. Da hinten sogar mit Wassertank. Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert, aber es sieht super geil aus. Und ja,
Wir werden uns dann erstmal das Haus da unten aneignen. Sollten wir überleben, ne? Autsch, jawohl. Hau nur kurz Knöchel verstau. Guten Tag, Herr Nachbar. Wie geht es Ihnen? Wir ziehen hier heute ein. Da gibt's die Menschen-Chart. Keine Ahnung, aber ich finde es geil. Hier drin ist auch ein sehr lustiges Haus. Das ist nämlich sein Haus hier. Die Menschen Blank Block und die Menschen Cross Block und hat hier Redstone-Lampen. Ich habe keine Ahnung. Werden wir uns damit befassen und beschäftigen. Wenn ihr da Ahnung von habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Da ist noch ein Kollege. Insgesamt gibt es hier nur drei Villager, aber immerhin. Die Frage, in welches Haus ziehen wir ein? Ich würde mal sagen, wir nehmen das hier einfach, ne? Dann machen wir jetzt hier so, zack. Huch. Blood Moon, ja. Gut, wir machen das jetzt so. Haben jetzt unsere Kisten. Nein, das wollte ich nicht. Wir haben jetzt hier unsere. Guck mal, so zieht man um. So zieht man in der modernen Welt um. Ganz. Das finde ich super. Uah. Ja, komm rein, Kollege. Jetzt ist er ins andere Haus gegangen. Okay. Ich glaube, der mag mich nicht. Ich glaube, das wird. Ist der Beginn einer wunderbaren. Wie er mich anguckt. Die Augenbraue hochgezogen. Ich glaube, der findet das nicht toll, dass ich hier eingezogen bin, aber okay. Wir werden mal gucken. So, wir machen wieder Waypoint und machen teleportieren zum anderen Haus. Hier sind wir ja im sicheren. Ich hätte den Wegpunkt vielleicht nochmal kurz umändern sollen, aber egal. Und legen uns nochmal direkt schlafen, weil ich möchte natürlich nicht Nacht haben beim Umzug. Ich habe überhaupt nicht darauf geachtet, wann ich die Folge aufgenommen habe, gestartet habe. Das ist wieder so. Super Profi Jenny ist am Werk, aber okay. Wir kriegen das hin. Und wir machen jetzt hier New Home. Kriegen wir kurz Schaden. Diesmal backen wir uns nicht fest. Sehr schön. Die Gegend ist ja auch schon geladen jetzt. Ach ja, wir sind ein bisschen langsam unterwegs, weil Kissen schieben ist ganz schön schwer und anstrengend, ne? Das muss man ja mal sagen. So. Hier ist nicht sehr viel Platz, aber okay. Zack und zack. Nein. So. Sehr schön. Nächste Kiste. So, das machen wir jetzt nochmal. Ach ja, herrlich. So ziehen faule Menschen um. Das ist so, das ist quasi der Teleport-Umzugsservice. So würde ich es mal nennen. So funktioniert das halt in der modernen Welt. Teleport. So. Und dann haben wir gleich auch schon fast all unsere Sachen hier. Ich finde das cool. Ich finde das richtig cool. Wir werden unser altes Haus so lassen, wie es da ist. Hatte ich mir so überlegt. Da und da. Die machen wir jetzt einfach auch nebeneinander und zusammen wurscht. Hauptsache, wir haben erstmal alles hier. Und wir lassen das alte Haus so, wie es ist bisher. Wir lassen auch hier diese Plantage und so. Wir nehmen ja alle Seeds mit und so, die wir haben. Das heißt, wir können auch alles da anpflanzen. Das ist nicht das Problem. Das bisschen Kohle lasse ich drin. Ich nehme nur das Fleisch mit. Und hier den Teesink nehmen wir auch mit. Wir nehmen die Büsche mit. So. Habe ich eigentlich eine. Nee, ich habe keine Axt dabei, okay. So. Nehmen unseren Verzauberungstisch mit und unsere Bücher, weil wir das Regal kaputt gemacht haben und nur die Bücher sind heil geblieben. So. Die Hühnchen lassen wir auch erstmal hier. Huch. Aber ihr habt Eier gelegt und die nehme ich gerne mit. Kannst du bitte weggehen, Hühnchen? Kick my seeds! Kick my seeds! Nee. Wenig, aber es ist noch drinnen, ne? Ja, sehr gut. Das ist die Hauptsache. So, wir haben drei Eier. Das heißt, mit Glück kriegen wir da auch direkt Hühner dann, wenn wir sie dann wollen, wenn wir soweit sind. Das Banner lassen wir erstmal hier. Ich würde mir gern einen Ofen mitnehmen. Aber halt nur einen. Einfach nur, damit wir einen Startofen haben. Ich hatte schon die Werkbank vom Strand weggenommen, mitgenommen. Von daher ist das auch okay. Und ansonsten haben wir da eigentlich alles. Wir müssten auch Wolle und alles haben, um uns ein Bett zu machen. Theoretisch müssen wir sogar ein zweites Bett noch haben. Was wir ja auch unter der Erde da mal mit hatten und so. Autsch. Und ich hoffe noch ein bisschen, dass die Villager sich vermehren. Das wäre auf jeden Fall wunderbar. Ja, das ist der, der mich nicht mag. Hier ist der besondere Kollege. Pferdchen, Pferdchen, Pferdchen. Hier ist die Schmiede. Und hier ist noch ein ganz toller Villager.
Der gibt uns Allium-Seeds. Und hier ist schon ein Schaf drinne und ein Pferd. Das ist doch toll. Komm her, können wir da noch ein paar Hühnchen reinsetzen? Schade. Hätte ja klappen können. Und das ist halt wie so richtig so ein Farmhaus. Und es sieht richtig geil aus hier. Mit Cropsticks. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Was sind... Es sind irgendwie Angrycraft. Keine Ahnung. Und hier richtig mit einem Sprinkler. Und das sind halt so richtig Kanülen, so ein Channel halt, wo dann Wasser quasi durchläuft und zieht an Analyzer. Ich hab Plan! Und jetzt? Und, ach, da muss ich dann Buch reinmachen. Buch? 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 Der will das Buch nicht haben. Ich hab keine Ahnung! Der sagt, Growth One, Grain One, Strange One. Ich hab keinen Plan! Ich habe voll keinen Plan, aber ich finde das saugeil irgendwie. Ich finde das so witzig, es fasziniert mich voll hier, das Ding. Ein bisschen kaputt gebaut, aber okay. Und das hier ist halt, ein Wassertank, der aber leer ist. Ich bin total begeistert hiervon, echt total. Ich find's klasse. So, hier haben wir noch ein paar Sachen, das klauen wir uns direkt raus und nehmen alles mit. Und da war richtig gutes Stuff drin, also Eisenschwert ist ganz nett und dann Eisen, ne? Wir haben natürlich überall Pferde, wir haben ja noch so ein Farmhaus. Hier, der will doch schon wieder. Komm doch, du Vogel! So, Schafe, Pferde, Schweine... Irgendwo gab es auch Rinder in der Nähe. Wir haben hier Wald. Wir haben ja eigentlich haben wir hier alles. Ich finde das hier ganz idyllisch. Ganz nett. Ach, das ganze Zeug da drin. Das muss man sich echt dann noch ein bisschen... Der kriegt es nur irgendwie nicht hin, die Tür zuzulassen. Das ist das Komische. Ich muss da wahrscheinlich Druckplatten hinlegen. Weil bei dem Gewächshaus lässt er die Türen immer auf. Grundsätzlich. Ich weiß nicht, wieso. Ach, ich mag's hier. Ich mag's hier jetzt schon. So. Das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt das an, das kommt da rein, das Dimlet kann da auch rein. Nein, wir gucken mal, wie wir das sortieren. Ich glaube, so ist okay. Dann kommen die Dollys hier mit rein. Ne, wir machen das so. So. Hier haben wir die Essenskisten. Das kann auch mal kurz ein bisschen sortiert werden. Können wir uns neue Bücherregale machen und so. Das müssen wir dann aber auch erst noch gucken. Bücherregal. Der T-Sink. Also nicht Bücherregal, sondern Bücher für Bücherregal. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So was. Ne? Hätte ich auch gleich einfach kurz abzählen können. Aber nein, auf den Gedanken ist die Jenny nicht gekommen. Wir haben ja schon ein paar XP. Sammeln. Das ist schon mal ganz gut. Wir haben grundsätzlich schon mal sehr viel Stuff, wo ich einfach keinen Plan habe, wofür und was das ist. Aber okay, wir kriegen das schon irgendwie hin. So. Essen sieht bei uns auch noch ganz gut aus. Und dann will ich jetzt mal gucken. Hatten wir nicht eine Axt? Hier ist eine Axt. Eine Steinaxt. Nee, komm. Wir haben es doch. Dann machen wir uns doch hier so eine schicke Axt. Wenn das funktioniert. Ich weiß es nicht. Es funktioniert geil. Sehr geil. So, das kann alles da rein. Zack. Hallo! Hallo, Nachbar! Ja, ist nicht. Da ist schon wieder so ein Baum. Ein alle blöder Baum. So, gehen wir da mal hin. Ich gehe mal in die Richtung. Diese Bienchen. Huch. Okay. Können wir kurz mit Share C hier unsere Skills. Leider kann ich da ja nicht. Naja, ich kann da leider halt nicht drüber gehen mit der Maus und gucken, was das ist. Faszinierend. Ich habe keinen Plan, was das alles bedeutet. Da müssen wir uns doch gemeinsam rein. Der Taste nicht doll genug gedrückt. Das muckt bei mir noch ein bisschen. So, hier gibt's Rubberbäume. Rubberbäume sind ganz nett. Hier gibt's noch Gemüse drin in den Dingern. Schafe, Hühnchen, das hier gibt's doch alles. Warum halt Kühe? Wir müssen halt wirklich Kühe. Was ist das für ein komisches Klingeln? Wir müssen...
Ich habe ein bisschen Angst, ne? Was sind das für Geräusche? Ich mag das nicht. Das macht mir Angst. Das macht mir echt Angst. Oh Gott. Voll creepy. Wenn hier irgendwo einer mit dem Telefon sitzt. Im Callcenter, weißt du? Die wollen einen nerven. Voll gruselig. So. Wir werden jetzt hier noch heute ein bisschen farmen und gedöns. Ich denke mal, ich werde die Folge auch schon bald beenden. Ich will nur schon mal ein bisschen Holz farmen. Und ich werde wahrscheinlich gestern gestreamt haben. Wo ich gerade merke, es ist total toll, dass ich das Video mache und heute eigentlich nur streamen will. Wie geil. Ich werde vielleicht heute dann noch streamen. Dann habe ich gestern was anderes gestreamt, sehr wahrscheinlich. Weil, ja, sehr, sehr wahrscheinlich. Mal gucken. Ich habe nämlich Bock zu streamen und so und ich habe gute Laune und möchte das mit euch teilen und ja. So. Hier ist halt wirklich ganz viel. Oh, sehr schön. Cotton. Cotton brauchen wir. Was tut die Geräusche? Die Klingelgeräusche? Kleiner grüner Drachenechse. Da geht's recht tief runter. Finde ich aber auch sehr praktisch. Wupp. Kommt der Kollege jetzt? Der sieht nicht so aus. Okay. Wir gehen da mal weg. Das nervt mich, das Klingeln. Ich bin nicht zu Hause. Ich will nicht telefonieren. Tatsache! You feel your energy being drained. What? Willst du meine Energie klauen oder wie? Oh! Ich kriege Essen von denen. Oh, die kenne ich, die Viecher. Die sind gut. Von diesen ganzen Viechern kriege ich Essen. Ich kenne das halt aus dem Video von Cupquake. Die gibt es hier aber recht viel. Und die können halt Aua machen. Okay. Ich bin raus. Ihr könnt mich alle mal. Kommt so ein Vogel wieder hinter mir her. Was hier alles Geräusche macht. Oh, das ist schon wieder so ein Sensenmann, ne? Okay. I'm out of here. I'm sowas out of here, wenn ich es denn finde. Da finde ich's. Eier. Schwupp. So, jetzt könnt ihr mich alle mal. Jetzt fliege ich nämlich. Ach. Man wird ja direkt so viel belästigt, ne? Man sich einmal ein bisschen die neue Gegend angucken. Ja, ich muss hier dringend alles ein bisschen mehr erleuchten, weil das ist definitiv viel zu dicht am Haus alles spawnt. Und muss das Ganze natürlich dann auch ein bisschen zombie-sicher machen, das ist ja klar. Rennt da hinten gerade eine Hexe? Ist ernsthaft? Oder nee, das ist ein Pferd. Gut. Hallo, du da! Na, wie geht's, Kollege? Ach, jetzt nicht mehr so gut, ne? Hast du davon? Das ist ja auch eine Ruhestörung, was du hier machst um die Uhrzeit. So. Habe ich denn ein Bett hier? Oder muss ich mir jetzt ein Bett craften? Wenn ja, dann hoffe ich, dass ich Wolle habe. Weil ich habe gerade keine Schafe. Ich habe keine Wolle. Gut. Alles klar. Das ist ein Zeichen. Wir sollen die Folge beenden. Gut. Das war's mit dieser Folge dann erstmal. Wir haben unseren Umzug. Ich werde dann mal streamen und ein bisschen Hausbau machen und dann hier ein paar Felder noch anlegen und so. Weil das müssen wir auch alles haben, dass wir hier dann auch Essen haben und so. Nature Melon Slice in the War Urso. Sehr gut. Da kriegen wir jetzt hier ganz viel Gedöns. Sehr gut. Ich glaube, das wird noch lustig und interessant. Dann werden wir uns nach und nach mit den Mods noch mehr beschäftigen und so. Und ja, ihr müsst einfach mal gucken. Folgt mich auf Twitch oder legt euch Twitter an und folgt mich auf Twitter. Weil da wird es halt immer gepostet, wenn ich dann online gehe. Und dann verpasst ihr es auch nicht, weil ich halt nicht immer ein Ankündigungsvideo mache. Und ja, ist der Nachbar wieder da oder? Ach, da oben. Der mag uns nicht, ne? Wie der uns immer beobachtet, ne? Ich glaube, das wird noch ein bisschen Stress geben mit dem, ne? Ich glaube wirklich, dass...
Ich glaube, das kann nicht gut gehen mit dem, aber okay. Das war's dann hier für diese Folge. Dam, 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 dam. Machen wir es wieder hier, schön provisorisch. Dann setzen wir uns mal hier ein bisschen hin. Zack. Bisschen gemütlich machen. Das war's mit dieser Folge, Folge Nummer 3 von Parties 3.0. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, ne, seid auf dem Laufenden wegen Livestreams, weil ich nicht immer ein Infovideo extra mache und hochlade. Von daher einfach mal folgen und gucken. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn ihr Ideen, Tipps, Tricks habt, alles in die Kommentare schreiben oder auch so Anregungen habt, was ich denn machen soll, was ich bauen soll, mit welchem Mod ich mich zuerst beschäftigen soll, dann schreibt es gerne alles in die Kommentare. Da freue ich mich riesig drüber. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Darüber freue ich mich auch. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, eure Kira.